Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu dem Spiel Control. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu dem heutigen Spiel. Heute spielen wir Control. Genau genommen die Demo dazu. Den vollen Namen von dem Spiel spreche ich nicht aus, weil der viel zu lang ist. Deswegen bleibe ich Control. Ich blende mal hier ganz kurz ein, wie der Titel im Ganzen heißt. Auf jeden Fall, die Demo geht 10 Minuten und ich dachte mir, von den Bildern her, komm, das kann man doch mal testen. Vielleicht habe ich ja Bock auf die Vollversion. Okay, Option. So, neues Spiel. Helligkeit. Passe die Helligkeit so an, dass das linke nicht mehr sichtbar ist. Würdet ihr das als nicht sichtbar ansehen? Ich mach mal Untertitel rein für die von euch, die taub sind. Es ist ja sowohl in Audio als auch in Textsprache Deutsch, also müsste sich eigentlich keiner beschweren können. Nee, man kann das Ding doch noch sehen. Genau, jetzt sieht man das Ding nicht mehr. Bei mir zumindest nicht. Warte mal, ich kann das ja auch auf der Aufnahme checken. Auf der Aufnahme sieht man es hier scheinbar schon nicht mehr. Und ich habe PC auf voller Helligkeit. Ich habe jetzt mal ganz kurz da drauf geguckt. Also bei mir ist das tatsächlich heller als bei euch. Okay, muss ich mir merken für die Zukunft, falls das ein Projekt wird. Also diese Demo kam übrigens, glaube ich, erst vor kurzem raus. So vor ein, zwei Monaten erst. Das wird schräger als sonst. Ich halte mal kurz die Klappe. Ist leider so. Du hast mich gerufen. Und hier bin ich. Ich weiß, ich habe dich manchmal ignoriert. Ich bin immer froh, von dir zu hören. Ich hoffe eben immer wieder. Und wurde dabei so oft enttäuscht. Habe nichts gefunden. Es ist, als lebten wir in einem Raum mit einem Poster an der Wand. Wir starren das Poster an und denken, das ist die ganze Welt. Der Raum. Und das Poster. Das Bild ist schön. Eine Landschaft, eine Berühmtheit. Wie in diesem Film, diesem Gefängnisfilm, wie ist er noch gleich? Der Raum ist unsere Zelle. Und das Bild, es ist für alle anders. Ob schön, hässlich, grausig oder traurig, es fesselt uns alle. Doch es ist eine Lüge. Es lenkt uns von der Wahrheit ab. Sie belügen uns. Wir belügen uns selbst. Gesagt, ich will nicht dazwischen quatschen, aber wirkt das nur für mich creepy? Schreibt das mir bitte mal in die Kommentare. Für mich wirkt das bisher sehr creepy. Ein verborgenes Loch hinter dem Poster führt in die echte Welt. Wollte ich nur mal eben kurz ansprechen. Wir fühlen uns in unserem Raum sicher. Aber manchmal. Manchmal kriecht etwas hinter dem Poster hervor. Und die, die es sehen, flippen aus und versuchen alles, um es wieder zu vergessen. Ich bin hier. Warum hast du mich hergebracht? Ah ja, ich denke mal, es geht jetzt los. Mal so eine kurze Spielbeschreibung. Das Spiel hat als Beschreibung wirklich... Alles ist eine Waffe. Und das bezieht sich auf telekinetische Kräfte. Und für die übrigens, die fragen wollen, warum sieht man links die ganze Zeit so plus minus Open E-Shop. Es gibt auch noch gleichzeitig so ein Gewinnspiel, das kann man darüber öffnen. Mache ich aber erst, nachdem ich hier fertig bin. Weil vielleicht habe ich ja Glück und ich muss kein Geld dafür zahlen. So. Bewegen, Kamera anpassen. Hallo, bin ich im Fernsehen? Mit was kann ich denn alles interagieren?
mega Gameplay, nicht wahr? Ist die Demo, wie gesagt. Auf der Seite kann ich was machen. Y. Okay. Öffnen. Zoom bitte. Bestimmte Objekte sind innerhalb der Behörde nicht erlaubt. Jüngste Vorfälle haben eine Auffrischung über die verbotenen Materialien notwendig gemacht. Unerlaubte Waffen, Pager, Laptops, Smartuhren, Smartphones, Smart-Spielgeräte, alles andere Smarte. Okay, die haben offenbar was gegen alles, was von Smartphone kommt. Und Bleistifte? Warum sind denn Bleistifte unerlaubt? Alle Objekte, die als ikonische Repräsentation eines archetypischen Konzepts gelten, zum Beispiel Gummienten und Ketchupflaschen. Warum sind denn Gummienten verboten? Moment! Ich will das jetzt mal kurz, drüber nachdenken. Die mussten die Sicherheitsmaßnahmen verschärfen, beispielsweise gegen wegen Gummienten. Warum? Und wegen Ketchupflaschen. Ey, ich stell mir jetzt vor, wir rauben sie aus. Hände hoch, ich hab eine Gummiente. Okay, weiter geht's. Alle Materialien, die von der Behörde untersucht werden, müssen durch private Eingänge hereingebracht werden. Wenn Sie beobachten, dass Lobbymitarbeiter gegen diese Richtlinie verstoßen, informieren Sie bitte sofort Ihrem Vorgesetzten. Ey, ich muss meinen Vorgesetzten informieren, der hat eine Gummiente. Sorry, aber ich finde das zu gut. Gibt's hier noch mehr, mit dem ich interagieren kann? Ich will noch so einen Text finden. Also, diesen Humor will ich mir behalten. Wenn das ganze Spiel so einen Humor hat, dann bin ich auf jeden Fall schon mal dafür. Das ist nämlich genau meine Art. Oh, hier sind zwei Sachen. Ausgaben der Behörde. Was haben die denn alles? Hallo? Das sind nicht meine Zensurbalken. Personalüberwachung, Datenzentrum, Initiative, Bau, Nebenausgaben, Büro. Ah ja, das brauche ich glaube ich nicht vorlesen. Die wollten ihre Finanzen doch bestimmt geheim halten. Ich mache mal ganz kurz ein bisschen hier den Pegel runter, sodass ihr ein bisschen mehr hört. Ich weiß nämlich nicht, wie bisher der Sound bei euch ist. Das weiß ich ja erst im Nachhinein. Das ist, glaube ich, der Typ, der sich gerade eben erschossen hat, ne? Ah, okay, ich kann auch sprinten. Wo sind denn jetzt hier diese Telekinese-Sachen, von denen ich gelesen habe? Muss ich eigentlich da oder da lang? Ich muss eindeutig hier lang. Das ist ein Klo. Ein bisschen Privatsphäre, Leute. Danke sehr. So, weiter geht's. Ich lese übrigens nicht den Text vor, den die aussprechen, weil, ja, weil sie labern das ja selber. Boah, die Kamera ist wirklich ein bisschen frimmelig. Ah, okay, das war schon die Testversion. So, Leute, ich habe die Demo noch einmal neu gestartet und jetzt einfach mal komplett übersprungen und durchgesprintet, weil wir wollen ja schon ein bisschen mehr sehen, als nur so ein bisschen rumlaufen. Ich sprinte jetzt einfach mal durch, bis wir hier was Interessantes vom Spiel sehen. Also wir sehen ja auf jeden Fall hier, Informationen sammeln ist offenbar ein hoher Bestandteil dieses Spiels. Hey, Entschuldigung. Hallo. Da bist du. Du bist wegen des Jobs hier. Ja, welchen Job habe ich mich überhaupt... Ja, dafür bin ich hergekommen. Vorstellungsgespräch. Nimm den Aufzug. Da drüben. Danke. Aufzug da lang. Alles klar. Sehr gut. Ich bin Arti, der Hausmeister. Ich mag dich, Arti. Du arbeitest für mich. Du kannst sagen, ich habe dich geschickt. Wenn sie dich nicht einstellen, es gibt Arbeit für die Axt. Nimm sie hinter die Sauna. Ah, der will mich unbedingt haben. Guck mal, das ist das beste Bewerbungsgespräch. Aber für mich hat Arti ein freundliches Gesicht. Ich will jetzt aber mal ein bisschen mehr sehen als nur dieses Rumgerenne. Wo ist denn der Aufzug? Hier.
Ich habe recht wenig Zeit, deswegen sprinte ich jetzt durch. Man hat nur 10 Minuten für den Run. Danach ist Test halt vorbei. Ich versuche jetzt wirklich einfach durchzusprinten. Versuch das herunterzureißen. Hilfst du mir? Kann sogar sein, dass ich noch einen dritten Cut machen muss, wo ich dann hierhin überspringe. Also durchgehend, auch den Teil. Ich will ja so viel wie möglich aus dem Test jetzt rausholen. Aber das sieht eigentlich wirklich von der Story-Base, allein was ich von den Bildern gesehen habe und was ich jetzt sehe, eigentlich wirklich interessant aus. Und das ist ein Switch-Spiel, Leute, ne? Das ist nicht PS4, PS5 oder Xbox. Auch nicht Steam. Das ist Switch. Okay, sprinten. Wir wollen so viel wie möglich haben. Habe ich dich kurz verloren? Du weißt, woran ich denke. An meinen kleinen Bruder, Dylan. Einfach durch. Ah, das ist die Szene, die wir gesehen haben. Der Typ, der sich erschossen hat. Okay. Und das war's mit dem Poster. Objekte der Macht. Hab ich mich jetzt erschossen? Oder Ursache von AWE, gewandelten Weltereignissen, Störungen unserer vermeintlichen Realität. So. Die Amtswaffe kann man natürlich als Musterbeispiel ansehen. Für ein ODM und zwar... Die haben sogar in Real Life Videos dafür aufgenommen? Teil der DNA der Behörde, zentrale Komponente im Primärkandidatenprogramm. Wer dieses russische Roulette überlebt hat, der hat gewonnen. Boah, was ist denn das für eine krasse Welt? Ui! Wie kann ich... springen? B. Oh, eine Freundin spielt gerade Animal Crossing. Okay. Schreibt mich bestimmt auch gleich an. Ui! Nein! Ach, und da muss ich komplett von vorne machen. Also wie gesagt, es gibt auch Telekinese in dem Spiel. Das soll von dem Charakter die Fähigkeit sein. So kämpft man halt auch. Ich hatte gerade eine Kampffähigkeit. Wo soll ich denn hin? Soll ich da einfach runter? Dieselbe Waffe. Ich kontrolliere die Waffe. Alter, wie krass sieht denn das aus? So. Jetzt habe ich eine Waffe. Also ich hätte Bock auf das Spiel. Ihr dürft natürlich aber auch eure Meinung geben. Jetzt gleich kommt wahrscheinlich eh wieder die Meldung die Demo vorbei. Dann muss ich bis dahin nochmal neu machen. Pam! Frist! Ich sammle hier irgendwas. Irgendwer schießt auf mich. Ah, okay, das Ding lädt von alleine nach.
Da kam etwas. Okay. Da kommt etwas. Die Bedrohung. Ein Angriff. Flächen als Direktor. Die Behörde schützen. Die Behörde schützen, er hat sich selbst erschossen. Hast du das gehört? Das ist der Tote. Gleich nachdem die Pyramide zu mir sprach. Und es war nur Rauschen. Und ich habe jedes Wort verstanden. Oh, und diese Waffe lebt. Weißt du was? Eine lebende Waffe. Froh, hier zu sein. Wow, habt ihr das gerade gesehen? Ich habe echt Telekinese. Geil. Kann ich auch die Tür so öffnen? Na, ja. Ich krieg richtig Bock auf die Vollversion. Du darfst das nicht zulassen! Du darfst das nicht zulassen! Du darfst das nicht zulassen! Du hast es gestoppt! Du... Oh, danke! Das war... Horror. Bleib weg, verdammt! Hui! Ich kann jetzt leider nicht so extremst erkunden, wegen der Zeitbegrenzung. Ansonsten würde ich hier wirklich durchgucken. Okamitz. Pam! Fleisch! Autsch! Da! Ja, das kann man ruhig ein paar Mal öfter spielen. Laufe ich hier richtig? Bin in der zentralen Geschäftsleitung gelandet. Was zum Geier ist das überhaupt für ein Laden hier? Hallo? Das sieht aus wie so ein satanistischer. Das ist ein Miniboss, oder? Ich würde sagen, so eine satanistische Kirche. Ja, und Testversion vorbei. Ich denke mal, wenn ich jetzt jede Sequenz überspringe, komme ich auch nicht viel weiter als hier. Ja, jetzt konntet ihr so leicht reinsehen. Ihr könnt euch eure eigene Meinung machen. Ich gehe jetzt auch auf jeden Fall auf meinen E-Shop und ihr lest ja da Zugangsticket. Gucke ich mir an. Also, die Demo, klar, könnt ihr testen und im E-Shop könnt ihr jetzt bei mir wahrscheinlich jetzt sehen. Also, ich hätte auf jeden Fall Bock auf die Vollversion, aber ich will natürlich auch eure Meinung wissen. So, jetzt habe ich hier das Bild davon. Müsste das bezahlen, dann könnte ich das Spiel jetzt ganz spielen. 39 Euro sind das. Das ist nicht wenig Geld, deswegen will ich wirklich erstmal eure Meinung sehen. Und wenn ich sehe, ja, ihr wollt das Spiel, dann kaufe ich das Spiel vielleicht auch. Dann würde ich das weiterspielen. Ich würde dann auch wieder vom Anfang starten und dann ein bisschen mehr erkunden. Weil ich bin ja jetzt wirklich durchgesprintet, damit wir mehr vom Spiel sehen. Auf jeden Fall, ihr kennt den Dreh ja. Abo und Like da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und lasst auf jeden Fall in den Kommentaren eine Meinung zu dem Spiel da. Ob ihr das auch wirklich haben wollt. Wenn ihr es nicht haben wollt, dann kaufe ich es nicht. Ja, das war auf jeden Fall alles zu diesem Video. Bis dann, tschüss.